Hi Homies und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade von der Uni heimgekommen. Ich war heute Morgen so im Stress, deswegen konnte ich euch leider nicht mitnehmen, wie ich meinen Tag gestartet habe. Ich hatte um 10 Uni und zwar International Market Research Seminar. Und in dem Fach schreiben wir eine Hausarbeit. Heute haben wir der Dozentin die Gliederung gezeigt. Sie hat uns Feedback gegeben. Ansonsten war ich noch in der Mensa was essen. Und was dieses Semester so geil ist, Leute. Ich gehe in 2 Wochen auf meine allererste Uni-Party. Und das im 4. Semester. Ja, mega crazy. Einfach erst im 4. Semester eine Uni-Party zu haben. Dafür habe ich noch Tickets geholt. Und ja, Leute, heute ist ein mega besonderer Tag für mich und ich bin so excited. Es kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber jeder, der das Gym liebt oder seinen Sport liebt, weiß genau, wovon ich rede. Ich gehe heute das allererste Mal nach Corona wieder ins Gym. Ich war jetzt 3,5, fast 4 Wochen nicht beim Sport. Ich hatte die letzten Wochen so, so krassen Bewegungsmangel. Ich freue mich wirklich so, so krass, einfach nochmal ins Gym zu gehen. Und ja, ich wollte euch noch mein Outfit zeigen. Ich habe mich heute für ein etwas bunteres Outfit entschieden. Einmal dieser grüne Pulli. Der hat so einen mega schönen Farbübergang, so türkisgrün. Und dazu wieder diese Hose. Ich wollte heute unbedingt diese Hose anziehen, aber heute ist es nicht allzu warm und deswegen habe ich jetzt unter dieser Hose eine Strumpfhose an. Und Leute, hättet ihr erkannt, dass ich eine Strumpfhose darunter trage? Also ich hätte es nicht erkannt. Die Strumpfhose sieht aus, als hättest du nichts an. Das ist mein heutiges Outfit. Ich bin so gespannt, wie das Training heute wird. Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass es sehr, sehr anstrengend wird. Ich werde wahrscheinlich sozusagen von null anfangen müssen heute. Einfach, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Berg hochgehe oder wenn ich Treppen hochgehe, bin ich so außer Atem. Ich habe das Gefühl, dass das komplett wegen Corona ist. Und deswegen freue ich mich wirklich unheimlich jetzt aufs Training. Ich bin wieder back aus dem Gym. Das Training war richtig, richtig nice. Ich habe wirklich nur 3 Übungen gemacht. Ich habe mich zuerst aufgewärmt, danach habe ich Beinpresse gemacht und danach seitliches Beinheben. Und das war's auch. Also ich war nur eine 3/4 Stunde im Gym. Es war so ein geiles Gefühl, einfach wieder dort zu sein und sich zu bewegen. Und einfach dieses Gym-Feeling, das ist einfach das Beste. Ich habe jetzt was gekocht. Und zwar habe ich mir Reis gemacht mit Gemüse und Lachs. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. So Leute, ich bin gerade aufgewacht. Ich wollte eigentlich nur 2 Minuten die Augen zumachen, nachdem ich gegessen habe und im Gym war. Und ich bin einfach komplett weggeratzt. Es war so ein richtig 4-Stunden-Nap. Und das ist wirklich so krass, ich mache nie einen Mittagsschlaf oder so, aber heute, anscheinend habe ich es heute wirklich sehr nötig gehabt. Also ich war auch wirklich mega müde den ganzen Tag. Aber doch keine 4 Stunden. Naja. Ich bin jetzt natürlich mega wach mittlerweile und werde jetzt auch nicht mehr schlafen. Also mittlerweile ist es jetzt 12:15 und ich wollte noch was zum Abendessen. Und was ich euch noch erzählen wollte, was ich jetzt gar nicht erzählt habe, jetzt seit circa einem Jahr. Ich habe in meiner Insta-Story schon darüber geredet, einfach mal, um meine Erfahrungen zu teilen. Gerade habe ich wieder diese Atemprobleme. Ich wollte es irgendwie nie teilen. Aber als ich das dann auf Insta in meiner Story geteilt habe, habe ich so viel Feedback bekommen. Mir haben irgendwie 10 Leute geschrieben, dass es denen genauso geht und dass sie auch Atemprobleme haben. Und bei mir ist es halt seit der ersten Impfung. Das ist mega krass. Also das Gefühl ist irgendwie so, dass einfach der Atem stehen bleibt. Dieses automatische Atmen ist einfach weg. Das ist jetzt natürlich nicht den ganzen Tag. Das wäre ja wirklich extrem schlimm. Aber es kommt halt immer so. Es kommt und geht. Und das hat bei mir 3 Wochen nach der ersten Impfung angefangen. Nach der zweiten Impfung war es dann wieder schlimmer. Und jetzt nach der dritten Impfung hatte ich 2 Monate eigentlich relativ Ruhe. Und jetzt mittlerweile kommt es halt auch wieder so ein paar Mal. Und gerade ist es wieder echt schlimm. Also gerade habe ich echt Probleme, Luft zu kriegen. Und ich muss sagen, man merkt mir das nicht so an, weil mittlerweile bin ich das schon so gewöhnt, dieses Gefühl. Also ich kann damit umgehen. Aber manchmal habe ich wirklich so richtige Panik, wenn ich keine Luft kriege. Deswegen hat der Arzt mir das gegeben. Übrigens, ich habe meine Nägel noch ablackiert vorhin. Ich wollte die auch noch machen, aber das nehme ich jetzt mal, weil ich kriege echt gerade nicht gut Luft.
Die Ärzte können mir tatsächlich auch nicht sagen, ob es jetzt an der Impfung liegt. Einfach weil die Corona-Impfung ja noch nicht so lange da ist. Also wirklich, normalerweise werden ja Impfstoffe über Jahrzehnte entwickelt und getestet. Und das war ja bei der Corona-Impfung nicht der Fall. Deswegen gibt es einfach noch nicht so viele Daten. Und ja, die Ärzte, wie gesagt, können mir irgendwie nicht so weiterhelfen. Also ich war schon bei 5 oder 6 Ärzten. Ich dachte wirklich, ich wäre so die Einzige. Ich kenne eigentlich niemanden, der das halt auch hat. Und deswegen hat es mich halt so überrascht, dass es euch teilweise auch so geht, dass ihr das entweder seit der Impfung habt, aber die allermeisten, ich würde sagen 95%, haben es seit Corona. Bei mir ist es so, die Probleme treten immer auf, wenn ich im Ruhezustand bin, wenn ich Sport mache oder sonstiges, tritt es eigentlich so gut wie nie auf. Am häufigsten ist es wirklich im Ruhezustand, wenn ich im Bett liege, wenn ich irgendwie ganz ruhig sitze. Schwierig. Ja, schwierig nicht zu wissen, was jetzt da genau los ist. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn ich diese Impfung nicht gehabt hätte und ohne die Impfung Corona gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich noch 10-mal schlimmer. Also ich nehme schon an, dass die Impfung auf jeden Fall mich jetzt geschützt hat vor einem schweren Verlauf. Ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, ob es an der Impfung liegt. Es ist nur sehr auffällig, dass halt erstens mehrere Leute davon berichten und zweitens, dass ich halt im selben Zeitabstand, 3 Wochen unmittelbar nach der Impfung, einfach diese Probleme hatte. Das ist mein heutiges Frühstück. Ich dachte, ich richte mein Essen heute mal schön her, einfach weil es appetitlicher aussieht. Und ich freue mich mega auf mein Essen. Und dazu ein koffeinfreier Kaffee. Es ist ein neuer Tag. Heute ist Donnerstag. Heute hatte ich einen wirklich super gechillten Start in den Tag. Heute fielen nämlich 2 Vorlesungen aus. Einmal International Law und einmal International Contract Law. Ich habe heute noch 2 Marketing-Vorlesungen. Da werde ich mich jetzt auch gleich auf den Weg machen. Ich habe mir gerade so geiles Essen gemacht. Ich habe 3 solcher Dinkelwraps genommen und habe es wie eine Pizza belegt. Und es ist einfach noch geiler als eine Pizza. Und ja, Leute, ich bin obsessed. Das wollte ich euch nur zeigen, weil das müsst ihr unbedingt auch ausprobieren. Ihr nehmt einfach einen Wrap eurer Wahl. Dann tut ihr Tomatenmark drauf mit ein bisschen Wasser zusammen. Rührt das um mit noch ein bisschen Öl. Macht dann Käse drauf oder was auch immer ihr drauf machen wollt. Und schon habt ihr euren Pizza-Wrap. Ich habe gerade eben 2 Stunden. 2 Stunden, Leute, 2. Prokrastiniert und überlegt, was ich essen soll. Ich wollte die ganze Zeit Essen bestellen. Ich wollte die ganze Zeit Pizza bestellen. Aber dann dachte ich so, nee, komm. Aber dann war da ein Mindestbestellwert. Diesen Mindestbestellwert habe ich halt lange nicht erreicht. Also ich hätte irgendwie für 30 Euro Pizza bestellen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, mache ich einfach Pizza-Wraps. Das ist echt göttlich. Good morning in the morning. Ich bin gerade aufgewacht. Es hat gerade an der Tür geklingelt und das Paket von Anna Neuwert ist einfach angekommen. Und ihr müsst wissen, sie ist einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Und sie hat einfach mich ausgewählt für das Giveaway. Und ja, Leute, hier ist das Paket. Es ist ein Gym-Outfit. Und ich bin so excited, das jetzt erstens auszupacken und anzuprobieren und zu gucken, ob es passt. Aber ich denke, es passt. Es müsste genau meine Größe sein und noch kleine Storytime, was so, so, so heftig ist. Und ich komme bis heute irgendwie immer noch nicht so drauf klar. Sie hat einfach meine YouTube-Videos geschaut und gesagt, dass sie sie mega gut findet. Und wer weiß, wo ich in einem Jahr bin und dass ich talentiert bin. Und das hat mich so, so krass gepusht, einfach das vor allem von ihr zu hören. Weil ich liebe halt ihren Editing-Style. Ich liebe einfach ihre inspirierende Art und ihren Content und einfach diese kleinen Details, die sie immer einbaut in die Videos. Und auch einfach diese harte Arbeit, die sie in die Videos steckt und dieses Herzblut. Und deswegen habe ich mich halt so, so krass darüber gefreut, weil ich einfach ihre Videos extrem gut finde und die einfach alle schaue so. Oh mein Gott, Leute, it's here. Ich wusste gar nicht, dass das 2 Oberteile sind.
Wow. Let's try it on. So, ich habe sie jetzt angezogen. Beide Sachen sitzen wie angegossen. Also es fühlt sich an wie so eine zweite Haut. Mega krass und es macht auch eine mega nice Figur. Hier an der Hüfte wird der Bauch so, wisst ihr, so schmaler gemacht, damit die Hüfte mehr zum Vorschein kommt. Und das finde ich halt immer mega schön bei Sportklamotten. Sport-BH passt auch perfekt. Der Booty sieht auch gut aus. Ich habe jetzt einfach ein komplett neues Gym-Outfit und noch ein weißes Oberteil dazu. Ich bin so excited. Also neue Sportklamotten sind einfach das geilste, beste Motivation. Also nochmal vielen, vielen Dank, Anna. I love you, girl. Und hier nochmal mit dem weißen Oberteil. Das hat keine Pads. Also das ist ein ganz normales Sport-Top, kein BH. Darunter habe ich einfach den blauen BH angelassen. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Und zwar geht es jetzt endlich zum Friseur. Leute, look at my hair. Guck mal bitte, wie weit die schon rausgewachsen sind. Also einfach bis hierhin. Mittlerweile finde ich es nicht mehr so schön. Also es wird wirklich höchste Zeit. Ich habe jetzt mega lange gewartet mit dem Nachfärben. Habe ich meine Haare sehr oft dunkelbraun getönt. Und ich konnte mich irgendwie nicht so entscheiden, bleibe ich jetzt dauerhaft dunkel oder will ich dauerhaft wieder hell gehen. Die Abwechslung habe ich mega gebraucht. Und jetzt will ich wieder helle Haare. Und ja, das machen wir heute. Ich freue mich so sehr, weil, ja, es geht jetzt wirklich nicht mehr. Ich war jetzt ein ganzes Jahr lang nicht, beziehungsweise noch ein bisschen länger. Da ich meine Haare jetzt vor dem Friseur nicht mehr waschen wollte, habe ich mein selbstgemachtes Trockenshampoo reingemacht. Und ich finde es immer noch so krass. Meine Haare sehen wirklich wie fast frisch gewaschen aus. Meine Haare sind überhaupt nicht weiß. Ich habe keine Schuppen dadurch bekommen oder so. Und zwar rede ich davon. Und so habe ich das in dieses Glas getan. Die eine Hälfte ist Maisstärke und die andere Hälfte ist natürliches Kakaopulver. So sieht das Glas aus. Da dippe ich dann mit meinem Pinsel rein und dann mache ich das auf meine Haare drauf. Und das ist wirklich so ein Holy Grail. Also das ist der beste Tipp, den ich bisher gesehen habe auf TikTok. Wenn ihr jetzt zum Beispiel blonde Haare habt oder einfach hellere Haare habt, dann werdet ihr das Kakaopulver nicht benötigen. Ich brauche das halt, weil mein Ansatz dunkel ist und die Maisstärke ist halt weiß. Dann bleiben weiße Rückstände auf den Haaren und das will ich natürlich nicht. Und ich habe wirklich schon so viele Trockenshampoos ausprobiert und es hat nichts funktioniert bei mir und die Haare haben sich immer so richtig eklig angefühlt und damit fühlen sich die Haare wirklich so normal an. Ich merke überhaupt nicht, dass ich Trockenshampoo jetzt gerade in den Haaren habe. Also, wer auch immer super, super schnell fettige Haare hat, so wie ich, ich struggle damit wirklich immer noch. Dem kann ich das wirklich sehr ans Herz legen. Zurück vom Friseur und wollte euch noch das Ergebnis zeigen. Die Ufa macht das immer so toll. Es ist genauso, wie ich es wollte. Wir sind ein bisschen dunkler gegangen, wie man vielleicht sehen kann. Ich zeige es euch mal im Spiegel, da kann man es besser erkennen. Das Tageslicht wird immer knapper, deswegen ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Aber so sieht's aus. Ich habe die Haare heute nur gefärbt. Geschnitten habe ich sie schon vor einigen Wochen. Und ja, Leute, ich habe gerade meine Hose aufgemacht, einfach weil die Hose so eng ist. Jedenfalls sieht man hier vorne auch so ein bisschen, dass die Strähne heller ist. Das wollte ich so haben. Jetzt geht's ab ins Gym. Es ist jetzt 7:30 Uhr. Beim Friseur haben wir heute 4,5 Stunden gebraucht, was echt voll okay ist von der Zeit, weil letztes Mal haben wir 6 Stunden gebraucht. Und ich habe euch jetzt nicht allzu viel mitgefilmt, einfach weil ich schon etliche Videos habe, wie ich meine Haare blondiert habe. Und da habe ich alles Step by Step ganz genau mitgefilmt. Gleich geht's ins Gym. Ich freue mich mega. Aber davor esse ich noch meinen Proteinpudding. Ich liebe die momentan so sehr. Ich esse die mehrmals die Woche. I love them. Das ist jetzt mit Vanillegeschmack. Normal habe ich immer Haselnuss oder Schokolade. Dann war ich noch im DM. Ich habe neue Concealer gebraucht. Dann habe ich mir gerade 2 Stück mitgenommen. Der eine ist komplett neu. Den hatte ich noch nie. Der ist von L'Oréal Paris. Das ist einmal der Infallible Concealer. So sieht er aus. Dann habe ich mir noch diesen Concealer hier geholt. Den habe ich immer. Das ist der Fit Me Concealer von Maybelline. Love it. Dann habe ich mir noch eine
Und noch meine Mascara, die ich auch immer habe. Das ist die von Catrice Glam & Dole Volume und Wasserfest. Und zuletzt noch ein Deodorant. That's this one. Von CD. Ein Granatapfel. Ich liebe diesen Duft. Hab auch die Rolldeos davon. Also ich mag beides super gerne. Und ich finde, der hält halt fürs Fitnessstudio besser. Und die Rolldeos reichen beim Fitnessstudio einfach nicht. I'm a blossom, I don't need a bad man to my robber. I'm official, on a dotted. You can hit a vroom vroom in my Ferrari. I'm not sorry, no I'm not sorry. It's official, I'm a problem, I done made it this far. I'm not sorry, I'm not sorry, I'm not sorry, I'm not sorry. Circa 6 oder 7 Jahre schon im Gym und ich kann mir nicht erklären, warum ich noch nie RGLs gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt vorhin, aber meine Beine haben einfach bei jeder Wiederholung gezittert. Also bei dieser abgeänderten Version, die ich gerade gemacht habe, und bei den normalen Romanian Deadlifts. Leute, ich bin tot, einfach von 2 Übungen. Mein Po brennt, der brennt richtig. Ich bin gerade so happy, dass ich das ausprobiert habe heute. Also ich habe heute jetzt 2 neue Übungen ausprobiert. Und ich bin gerade so happy, weil ich weiß genau, das ist so eine Übung, die wird wirklich deinen Körper krass verändern. Und es macht auch mega Spaß. Es brennt einfach richtig und man spürt es im Po, man spürt es in den Beinen. Geile Übung. Ich habe mir nochmal die Wrap-Pizza gemacht. Die ist einfach so, so, so lecker. Ich werde jetzt wirklich öfter essen. Und dazu habe ich mir noch 3 Eiweißbrote gemacht und habe die auch noch wie Pizza belegt. Und das habe ich mit veganem Käse belegt, weil der andere Käse leer war. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. I'm a blossom, I don't need a bum man to my rock.